Mir fällt gerade auf, dass wahrscheinlich in der letzten Folge Donkey Kong Jr. das Flugzeug gesteuert hat. Kann das sein? Wie krank bist du bitte, Donkey Kong? Dafür muss ich dir erstmal einen Ass-Whipping verpassen. Wo bist du, hä? Kannst du es nur wagen, deinen Sohn fliegen zu lassen? Wie alt ist du überhaupt? Er ist vielleicht 18 in Affenjahren, aber bestimmt nicht 18 in Menschenjahren. Okay, das wirkt sehr aus wie das eine Level aus dem richtigen Donkey Kong. Das dritte. Wow! Alter, wo kommt der denn? Spiel? Hallo? Ich kann's machen. Okay. Alles klar, danke. Gut programmiert, Nintendo. Was zum... Ja, geil. Also das sehe ich nicht als meine Schuld, dass ich da gestorben bin. Das akzeptiere ich nicht. Nein. Auf keinen. Okay. Runterfallen lassen. Und... Ach, spring doch schneller, du Idiot. Komm. Zack. Ja, das war falsch. Hab's gerade gemerkt, dass das falsch war. Ach, stimmt. Ich merke das auch, dass er... Die ganze Zeit die Richtungen noch wechseln, ne? Okay. Schlechtes Timing. Mann! First Try war der beste! Ist aber immer so, oder? Ist immer so, der erste Versuch ist immer der beste. Hab ich das Gefühl. Okay, okay, jetzt hab ich's. Keine Chance, DK! Game over. Für den Dings. Na, wie ihr sehen könnt, sind wir hier auf einem Eisberg, oder besser gesagt auf mehreren Eisbergen und gleich auch wieder im Wasser. Oh no. Und scheinbar kommen jetzt auch noch Eiszapfen dazu. Ja. In Mario Maker sind die sehr bekannt, die Eiszapfen. Aber die gab es tatsächlich schon in Mario Bros. Und nicht in Donkey Kong, tatsächlich. Ja. Na gut, dann würde ich sagen, ja, weitermachen, oder? Was habt ihr erwartet, was ich jetzt sage? Natürlich machen wir weiter. Okay, die Dinger fallen runter, machen aber auch ein Geräusch. Und dann sind die stable und die gehen irgendwann kaputt. Aha. Wir brauchen ein bisschen, bis die runterfallen. Okay, das ist interesting. So. Danke, Kumpel. Hä? Was ist das denn jetzt hier? Ach so! Irgendwie diesen Dinger, die aussehen wie Hämmer oben. Kann man sich dran festhalten. Okay, ich muss sie als Plattform benutzen, aber schnell. Aber richtig schnell. Ihr seht ja, wie schnell die wieder kaputt gehen. Okay. Verstanden. Verstanden. Habt ihr es auch verstanden? Zeigt es mir ein Like, wenn ja. Warum sind die keine Dreier? Was soll das Spiel? Bin ich es nicht wert? Ja, ich hab schon verstanden. Ich bin es nicht wert. Ja. Nächstes Mal ist hier so dieses Roulette, aber nur mit Einsern. Eine 2 und dann komme ich so ganz knapp vorbei an der 2. So kenne ich doch das Spiel. Naja, ich denke mal, das soll auch sein. Oh Gott, was mache ich jetzt? Uah! Hilfe! Den Schlüssel soll man mitnehmen. Das wäre keine schlechte Idee. Warte mal, ist das hier nicht... Oh. Jetzt verstehe ich es. Alles klar. Okay, kommt mal runter, Freunde. Kommt mal runter. Ja. Jetzt bleibt mal hier. Kommt der jetzt auf mich zu? Ja. Huah! Perfekt. Wird er da jetzt alles kaputt machen? Nee. Hm? Ah, der muss fallen. Oh. Okay, das heißt, das muss zu... Warte, erstmal aufmachen, damit die da durch können. Hm? Wait. Komm mal her. Nein. Ja. Genau so. Yes, jetzt habe ich's. Okay, das ist aber nicht einfach. Reicht das denn? Darf ich hier durch? Ich darf durch. Schön. Wie geht's weiter? Ich glaube, ich habe mich zu früh gefreut hier. Es geht noch ein Stückchen weiter, das Ganze. Wie sich Das ist doch. Warte mal, hat man jetzt schon alles kaputt? Das ist aber nur zum Teil. Okay. Ja, kommt nach oben. Jetzt warten wir, bis wir wieder runterkommen. Noch einen Weg und jetzt fallen lassen. Nicht ganz.
Nicht ganz. Aber. Nee, nicht ganz. Okay. Ja, okay. Ich lass mal den Schlüssel erstmal hier, glaube ich. Ich glaube, ich gehe erstmal nur nach oben mit. An den Schalter dran. Und jetzt ist halt die Frage, was ich jetzt tun soll. Oh Gott. Da! Okay. Ich habe es mir ein bisschen angeschaut, weil sonst hätte ich gar keinen Plan gehabt, wie ich anfangen soll. Nee, Schalter sollte so bleiben. Das ist schon mal nicht schlecht. Eine Plattform nach oben, denn ich habe gesehen, dort oben geht der ganze Spaß noch weiter. Ja, wenn ich nicht runterfallen würde. Komm, steh auf, Mario! Oh Gott. Warte mal so lange. Jawohl, lass mal liegen kurz. Komm ich da hoch? Nee, leider nicht. Okay. Ja. So, jetzt habe ich alle runterfallen lassen. Also perfektes Outcome. Schlüssel kann man, wenn man möchte, ruhig schon mitnehmen. Das macht es halt nur ein bisschen schwieriger eigentlich. Oder kann ich überhaupt? Ernsthaft jetzt? Ah doch, ich kann. Warte, warte, doch, das geht. Ich muss nur drüber vorbeispringen. Das ist ja richtig dumm. Oh! Okay, nein! Durchspringen? Nee, ich werde einfach durchgeglitscht immer. Jetzt habe ich's. Okay, okay, okay. Jetzt ganz schnell machen. Also, erstmal eine Plattform hier oben. Okay, die war jetzt nicht gut gesetzt, aber sie sollte ihren Zweck erfüllen. Tut sie nicht. Schaffe ich es noch rechtzeitig? Oh nein, das ist schlecht. Ich sehe nichts. Okay. Ja, schaff's noch rechtzeitig. Okay, schnell hoch, schnell hoch. Mitnehmen. Ja, mach kaputt, mach kaputt. Gut, 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 gut. Was? Hallo? Da. Perfekt. Alles weg. Also, perfekter kannst du es halt wirklich nicht machen. Als das. Darf ich durch? Ja. Schön. Okay. Bleiben wir einfach mal hier. Wir müssen ja nicht direkt reingehen. Wir können erstmal warten, bis sie da oben alles geschmolzen haben, ne? Okay. Schnell, 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 schnell. Hier oben. Ja, ja, ja. Die haben das meiste freigemacht. Ich glaube, das reicht sogar schon, für das, was ich machen muss. So. Hochschmeißen. Hochklettern. Ah! Okay, gut. Hab mich nur ein bisschen erschreckt, I'm sorry. Okay, Schlüssel ist gerade egal. Es ist nur wichtig, dass ich jetzt zumindest mal den Weg freigeräumt habe. Größtenteils, nicht ganz. Das wollte ich zwar nicht, aber das können wir auch mal ausprobieren. Okay, ich habe alles, aber... Und hier komme ich jetzt zum Ziel, mit dem, welchen Schlüssel jetzt hätte. Dann wäre ich jetzt hier im Schirm. Genau. Wie komme ich runter? Achso, hier sind Leitern, lol. Bisschen verloren. Okay. Jetzt muss ich nur noch aufpassen, dann habe ich es doch. Oder? Oder? Okay. Aber jetzt muss ich doch eigentlich nur hier eine Plattform hinsetzen, Schlüssel nach oben schmeißen, hochklettern, aufpassen, dass niemand ist, und ich hab's. Das war bisher das schwierigste Level. Und das wirklich nur, weil ich drei von diesen laufenden Hotels ist bisschen spam. Bisschen viel. Zwei hätten es auch getan. Ganz ehrlich. So ein kleiner Raum, drei Gegner, die ich sofort bam machen mache und kannst dich nicht wehren. Weiß ich nicht, Spiel. Weiß ich nicht. Okay, interessante Color. Interessante Color Palette. Ich kann nicht mehr reden. Haben wir die Sprache verschlagen, das Ganze? Hä? Das ist ein One-Up. Ja, dann hole ich mir das One-Up einfach mal eben, ja, wenn ich mal kann. Warum sollte ich nicht? Ist doch voll einfach. Ich gehe einfach hier hoch. Hab's. Fall ins Wasser und sterbe. Nein. Das nicht. Darf ich hier durch? Oder greift er mich jetzt an? Er greift mich sogar wirklich an. Okay, da oben ist der Schlüssel. Aha. Wie komme ich denn da ran? Nee, komme ich so nicht ran. Wie komme ich überhaupt in den Schlüssel ran? Kann ich da lang? Oh Gott. Der Fisch, der will mich gar nicht haben.
Aber ich muss doch da lang. Ja, komm. Nein. Ach Gott. Okay, warte. Schlüssel. Warte, das ist schon das Ziel? Das ist aber nicht das Ziel, oder? Also nicht wirklich. Oder? Nein. Ah. Ich kann so ein bisschen mit dem Schlüssel ins Wasser. Lebe ich noch? Hallo? Spiel? Nee, Spiel hat mir falsche Hoffnung gemacht. Danke, Spiel. Was? Was soll ich hier nochmal machen? Kann ich mit dem Schlüssel die Fischis umbringen? Ja, dazu muss ich halt natürlich auch erstmal den Fisch dazu bringen, herzukommen. Aber er sagt mich. Sieht er mich nicht? Er sieht mich nicht. Ja, es geht. Okay, das war sehr wichtig. Das musste funktionieren. Versuch sammeln. Ich weiß nicht, ob man es braucht, aber ich will keine Risiken eingehen hier. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie am besten Ihren Arzt oder Apotheker, aber nicht den Herrn Mario. Obwohl, er ist ja eigentlich auch ein Arzt, mehr oder weniger, je nachdem, wen du fragst. Kann man für ihn ein Argument bringen, dass er doch einer ist. Verdammt, da komme ich nicht lang mit dem Schlüssel. Komme ich überhaupt noch irgendwo lang? Muss ich den Schlüssel irgendwo hinbringen? Ich habe das Gefühl, es ist eine schlechte Idee, den Schlüssel jetzt zu verlieren. Komm, schmeiß ihn nach oben. Lass uns ein bisschen umschauen. Da gibt's nichts. Unten ist wahrscheinlich das Ziel, oder? Da oben gehe ich mal nicht davon aus, dass wir nach da oben sollen. Scheinbar können wir genug unter Wasser bleiben, ohne dass uns die Luft ausgeht. Mann, jetzt schmeiß doch mal rüber, Mario! Ja, geht doch. Mein Gott. Hä, aber das kann doch gar nicht sein, dass ich da nicht hochkomme mit dem Schlüssel. Hm? Was zur Hölle? Das kann nicht sein. Lass ihn bloß nicht verpuffen. Aber ihr seht's. Ich kann gar nichts machen mit dem Schlüssel. Es bewirkt alles nichts. Es sei denn, ich muss irgendwie in einem richtigen, perfekten Winkel den werfen, weil er sonst nur an der Wand abprallt. Aber hier prallt ich ja selber gerade an der Wand ab, wie ihr sehen könnt. Warte, lass mal den blöden Schlüssel liegen, der nervt mich gerade nur. So komme ich ans Ziel. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Okay. Ich glaube, so muss es gemacht werden. Jetzt hat nur das Problem, der Schlüssel ist weg. Und den krieg ich auch nie wieder, oder? Was ist da unten überhaupt? Ein Ding nach oben? Warum würde ich nach oben wollen? Was? Ich meine, ich kann doch einfach von hier aus nach oben, oder nicht? Doch. Von da oben noch ein One-Up? Ja, da oben ist noch ein One-Up, aber ich habe den Bildschirm verkackt. Aber es sollte trotzdem in Ordnung sein, so, oder? Ja, wenn ich mich nicht dumm anstelle. Komm, steh auf. Okay, das geht ja easy. Einfach zack. Zack. Mhm, lass fallen, lass fallen, lass purzeln. Und los! Der killt mich jetzt, oder? Verschwinde! Kumpel! Kumpel! Och man! Nee, selbst dann schaffe ich es ja gar nicht. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich übersehe irgendwas. Und ich glaube, ich weiß, was ich übersehe. Kannst du bitte aus dem Weg gehen? Ich werde noch eingequetscht. Hilfe. Komm mal ab. Hier. Das Ding hier. Das geht ja nur für hier. Das ist ja nur, um schnell rauszukommen. Schön und gut. Aber ich will doch gar nicht rauskommen. Ja. Okay, ich werde es noch mal ein bisschen ausprobieren. Ein bisschen Try and Error. Und dann zeige ich euch einfach einen guten Try oder so. Ich habe auch langsam keine Ahnung mehr, wenn ich ehrlich bin. Nie im Leben. Schneller als das kann ich nicht. Nein, never. Was? Nein.
Was? Ist hier noch ein zweites dabei, ein Ding? Ja, nur, dass es nach oben geht. Und noch ein weiteres, dass es nach oben geht. Aber die will ich doch gar nicht. Oder? Nein. Die helfen mir. Nein. Hier sind Blöcke, da kann ich nicht durch hier. Ja, Zeit geht jetzt aus. Es tut mir leid, dass ich letztens so viel nachschauen muss, aber das Spiel wird mir einfach viel zu kompliziert. Ganz ehrlich. Warte mal, habe ich gerade mit einem Hammerstand geschwommen? Warte mal, muss ich nochmal anschauen. Ich bin sowieso jetzt tot. Warte. Okay, wird automatisch weggemacht. Okay, time up. Dein Ernst? Ist es so simpel? Also killt die Gegner alle mit den Schlüsseln, damit ihr hier safe durchkommt. Lasst den verpuffen. Und ja, der Rest ist kommt mir einfach nicht in den Kopf. Wir wollen nach rechts rennen. Und dann das Ding benutzen und dann außen rumlatschen. Weil das aus irgendeinem Grund schneller ist? Den hätte ich noch killen müssen, glaube ich. So, ganz schnell. Wenn wir das einsammeln, das ist zwar unnötig, das Item, brauchen wir überhaupt nicht, aber dadurch resettet sich der Timer und hat man genug Zeit. Ich verstehe aber irgendwie trotzdem noch nicht wirklich alles hier an der Sache. Oh nein, ernsthaft? Nein. Weil ich die Charge da haben wollte. Das ist nicht dein Ernst. Aber ja, ich habe viel zu kompliziert gedacht. Ich hätte vielleicht einfach mal anders probieren sollen, so wie halt jetzt gerade. Ja, keine Ahnung. Den sollte man übrigens auch killen. Ich glaube, der macht mir keinen Ärger. Okay, neuer Try. Diesmal habe ich's. Versprochen. Ganz sicher. Bestimmt. Also nicht versprochen, aber bestimmt. Sammle ich die Tasche ein? Keine Ahnung. Was habe ich den schon wieder vergessen zu killen, ne? Oh no. Ich glaube, aber durch die Mitte machen ist besser, wenn ihr den noch am Leben habt. Okay. So. Habe ich's jetzt? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich hab's. Aber was habe ich genau? Ah, schade. Ich dachte, ich nehme jetzt noch schnell. Okay, ich habe zwar jetzt alles eingesammelt, aber kann ich denn jetzt möglicherweise das Level beenden? Das Einzige, was mir noch in den Weg steht, ist dieser Kraken da oben. Tintenfisch. Nennt ihn, wie ihr wollt. Okay, Timing verkackt. Ich versuch's nochmal neu. Tut mir leid. Tut mir leid. Gar nicht so gemeint. Okay, schnell. Es dauert immer so lange, bis du das bewegen kannst. Komm, hau ab. Perfekt. Man hört mal beim Spam vom beim Knöpfen. Dass ich mich versucht zu beeilen. Aber wir haben's. Okay, sobald man weiß, was man tun muss, ist es gar nicht so schwer. Aber ihr habt gesehen, ich musste erstmal rausfinden. Wir haben struggling gewesen. Ja, wir schaffen heute nicht so viel. Aber die Earthbag ist auch ein sehr, sehr kompliziertes Level? Stage. Welt. Die Eisberge sind schwierig. Sagen wir es so. Aber hoffentlich nicht so schwierig wie dieser Donkey Kong-Kampf. Denn der muss mich jetzt umhauen. Und zwar ist alles doch gar nicht worth it. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Wow. Hey. Was denkst du, was das hier soll? Weil ich bin schon durch. Was? Das war's schon? Okay. Ja, Freunde, dann gibt's noch ein Bonuslevel in dieser Folge dazu. Das war ja viel zu kurz. Was zur Hölle? Ich dachte, das ist richtig schwer oder so. Ich hab's fast zwei direkt ohne Probleme. Aber wusste ich nicht mehr, was auf mich zukommt. Mario, was machst du? Oh, zu langsam, Mario. Viel zu langsam. Vor allem friert er da unten nicht zu Tode? Scheinbar nicht. Oh, oh, oh! 40 One-Ups! Yay! Yippie! Yippie, 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 yippie! 7 noch. Oh nein. Warum wollte ich noch mal ein Level starten? Ja, hier rutschen wir, war mir klar. Hi. Was hast du für ein Problem, Kumpel? Das geht nach oben. Wir wollen aber, dass es nach unten geht, damit wir runter können. Jetzt bin ich nämlich tot. Ja. Okay, runter. Putze, aber nicht zu weit. Okay. Drüber. Gut. An dem vorbei.
Schön. Komm, mach dein blödes Ding da. Keine Ahnung. Was auch immer du machst. Mach's einfach. Hallo? Spawn bitte wieder neu. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Ich muss hier runter, um die alle zu aktivieren. Dann schnell rüber. Wow, es ist verschwunden. Es ist einfach so verschwunden. Ihr habt alle gesehen. Ich bin nicht verrückt. Nein. Also doch, bin ich. Aber nicht so sehr. Mario? Wow. Böses Spiel. Ist echt böse von dir. Okay. Spring. Spring. Da ist ein Schlüssel. An den würde ich gerne rankommen. Badam, badam, badam. Ernsthaft? Ernsthaft? Bipa-ba-bim-bam. Ich habe abgedrückt mit A. Ich lasse es diesmal. Das hat auch nicht besser funktioniert. Was zum. Ach, warum ist das einfach so kompliziert? Mach's einfach so, Mike. Was zur Hölle? Wo habe ich mein Gehirn gelassen? Im Urlaub? Glaub schon. Okay. Nun, was jetzt getan werden muss, ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich. Muss ich nur abwarten. Ich rutsche halt leider ein bisschen, deshalb bin ich gerade nicht so schnell unterwegs. Sorry. Oh, die kann ich killen! Yes! Yes! Tötet die Robben! Nein, das ist mich! Diesmal töten die mich nicht. Auf keinen Fall. Ich werde mich rächen für das, was sie mir und meinem Bruder Luigi angetan haben. Auch wenn der nicht hier ist. Ich weiß, er wurde auch schwer verletzt von diesen Robben. Bam! Der hat mich vorhin getötet, der hat's verdient. Okay, der andere, da kann ruhig leben, mir egal. Aber der musste weg. Hä? Was mache ich denn jetzt? Hä? Oh nein. Hätte das wirklich nach oben gehen müssen, weil jetzt bin ich ja hier komplett stuck. Es sei denn... Moment mal. Mir fällt etwas ein. Das könnte funktionieren. Wow. Ist ein bisschen zu knapp für mich. Meine Güte. Das war sehr schlecht. Warte mal. Das war noch schlechter gerade. Schmeiß einfach weg. Nein, schmeiß nicht weg. Nein, warte. Überlegen. Lass sie liegen. Alle drei fallen. Ich nehme den Schlüssel mit. Oh nein! Ich glaube, ich muss das Level neu machen. Ich weiß gerade keine Möglichkeit, wie ich das anders machen soll. Weil ich bin hier schnell genug, um darüber zu kommen. Und hier hätte ich das Ding nach oben gehen lassen müssen. Boah, ich weiß es nicht. Was mache ich jetzt? Sterben. Okay, ich sage euch jetzt nur den Anfang von diesem Run, aber das geht wirklich. Schalte nach oben. Zack. Zack. Mitnehmen. Hier nicht sterben. Also immer wegputzeln. Und so kommt ihr am besten hier runter. Ja. Also ihr seht, es funktioniert tatsächlich. Keine Ahnung, wie es funktioniert, aber es funktioniert. Jo. Ja. Meine andere Idee wäre halt gewesen, hier oben diesen Fall zu benutzen, der dann hier in der Ecke oben nach oben fährt. Aber ich habe gerade nachgeschaut, da ist eine Wand, also das funktioniert tatsächlich gar nicht. Das war halt meine Idee. Ja, ich denke mal, jetzt habe ich es aber, oder? Wenn ich jetzt nicht von irgendwas noch getroffen werde oder gekillt werde oder so, habe ich's. Aber hier ist doch nichts mehr, oder? Hier ist doch das Ziel, richtig? Ja. Wow! Hä? Das Ding ist einfach despawned. Oder so. Okay. Danke, Mario. Und danke für euch, dass ihr den Like da gelassen habt. Und vielleicht ein Abo. Ja. Die beiden sind schwer kriminell. Die müsst ihr hier bei mir in der Polizeiwache da lassen, die beiden, ja? Tut es lieber. Sonst rutscht Mario noch auf die Schnauze. Und das wollt ihr nicht. Seinen netten kleinen Schnurrbart. Nein.